Also Zero. Also Zero. Zero ist natürlich in den 50er Jahren losgegangen und zwar europaweit unabhängig voneinander, als alle Künstler zwar Namen hatten, aber nicht berühmt. Gell? Und so ist es wirklich nur auf das Kunstwerk beschränkt gewesen, die Begegnung mit dieser Kunst und nicht über die Künstler. Wir haben 49 Künstler in der Sammlung mit weit über 500 Bildern und wir sind da auch zu Hause, wo unsere Bilder sind und es sind jetzt 120 Bilder, die hier sind. Jedes Bild ist einzeln erobert, erkämpft, erlebt. Erlebt. Richtig, erlebt worden. Ja. Es gibt jetzt vom Ausstellungsaufbau her sehr wenig Zusatzinformation direkt bei den Bildern. Die Beschriftungen sind so, dass sie die Bilder im Raum, die sich in einem Raum befinden, gemeinsam auflistet. Die Hängung soll eben nicht durch die üblichen Beschriftungstäfelchen unterbrochen werden. Die Hängung wurde auch gemacht von Gotthard Graubner, einer der Künstler, die sehr prominent in der Sammlung vertreten sind. Wenn ich glaube an die Bildsprache, da gibt es ja einen wunderbaren Ausdruck, ich glaube, er stammt von Monet, dass er, wenn er sagt, wenn ich es sagen könnte, brauchte ich es ja nicht zu machen. Natürlich gehört dazu, die Bilder zum Sprechen zu bringen. Und dazu gehört, dass man sie, wenn man sie platziert, eben in Dialog bringt. Davon, dass Malerei ist eigentlich ein Prozess des Atmens. Und wenn ich eine Ausstellung abschreite, sind zum Beispiel Zwischenräume auch dazu da, dass man durchatmen kann. Drei verschiedene Medien, die ich benutze, funktionieren nicht als mehrere zu machen, dekorativ oder ich weiß nicht was anderes zu tun. Es geht über ein Werk, das schon 40 Jahre hat. Wie kann man Zeit malen, wie kann man Zeit manifestieren? Und ich habe angefangen 1965 mit einem ganz schwarzen Bild. Der Hintergrund war schwarz. Die Zahlen bis heute immer weiß, aber der Hintergrund geht immer helle. Die Idee ist, dass ich weiß auf weiß komme, aber nicht in dem Sinne wie Quadrat von Malevich weiß auf weiß. Einfach bis so ein Moment, wo konnte man denken, das Bild war überhaupt nicht gemalt. Also der Konzept ist ein malerisches Konzept, weil es geht über Bilder, die ich nenne Details. Das bedeutet Teil von einem Konzept.
was mache ich mit der Zeit, wenn ich schlafe oder wenn ich mit ihnen rede? Die Antwort war, ich soll jedes Tag ein Foto machen, wenn ich zu Hause bin. Was wirst du tun, wenn du nicht mehr die Zahlen siehst, wenn du die malst? Schon, wenn man die malt, sieht man diese Brillanz, weil die Zahlen, weiße Farbe, Acrylikfarben, sind noch feucht, nass. Ja? Dann sieht man das, was man malt. Dann, der Ton ist so wichtig. Das bedeutet, ohne Ton konnte ich nicht wissen, wie kann ich weiter malen. Ich kann jedes Mal, wenn ich zurückkomme zu meinem Bild, wissen, in welchem Punkt habe ich aufgehört. Ich nehme den Tonband. Die Maschine rein und dann weiß ich, wo ich war.